Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Landschaftsfotografie-Video. Ich weiß, dass euch das Video aus wenig viel machen ganz gut gefallen hat und da möchte ich einfach in diesem Video nochmal erneut anknüpfen. Ich bin kurz vor Sonnenuntergang nochmal zum Ammersee runtergefahren, hier an einen Spot, an dem ich eigentlich noch nie war. Habe mir hier große Hoffnungen gemacht, dass ich hier Treibholz oder irgendwas hier im Wasser finde, aber hier ist einfach nichts. Und da ist die Kreativität gefragt und da muss man sich wieder Gedanken machen, wenn man nicht frustriert nach Hause gehen will, ohne ein Foto zu machen. Und ich will es jetzt zwar nicht erzwingen, aber ich möchte euch einfach zeigen, dass es doch möglich ist, ein, zwei Fotos zu machen, obwohl eigentlich nichts da ist, außer hier hässliche Uferkante und Wasser. Jetzt schauen wir uns mal den Spot an, was es hier so gibt. Und dann zeige ich euch, dass es vielleicht die eine oder andere Möglichkeit hier auf diesen 5-6 Quadratmetern gibt, doch ein Foto zu machen. Hier in diesem kleinen Uferabschnitt fällt mir jetzt zum Beispiel dieser Grasbüschel auf. Das wäre jetzt hier ein mögliches Vordergrundmotiv, weil viel mehr gibt es hier auch nicht. Das könnte man fotografieren und es spricht viel dafür, weil es ist gerade windstill. Also das heißt hier die kleinen Gräser, die bewegen sich kaum. Also könnte ich das als Motiv nehmen, das irgendwie auch anschneiden, dass ich vom hässlichen Ufer nichts sehe, sondern nur Grasbüschel und dahinter den See. Ein einigermaßen stimmungsvolles Bild zu machen. Dann Motiv Nummer 2. Hier im Wasser lag ein Autoreifen. Und den habe ich jetzt einfach mal aufgestellt. Und mein Kumpel, der Daniel, der mich gerade filmt, hat mitgedacht. Er hat sogar zwei Steine reingelegt, damit er nicht allzu sehr wackelt und, oder sogar umfällt, wenn doch mal eine Welle kommt. Das wäre jetzt hier auch ein Motiv. Und wir haben den jetzt auch so aufgestellt, dass wir in Richtung Berge fotografieren können. Das wäre Motiv Nummer 2, hier auf diesen 3 Quadratmetern. Und dann gibt es hier nochmal einen ganz hässlichen Baumstamm, eine Wurzel oder irgendwas. Aber ihr seht selber, hier das Ufer ist einfach nicht gerade hübsch. Oh. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, das Ding zu fotografieren. Obwohl es jetzt schon wirklich eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang ist. Ich weiß nicht, ob das noch gut kommt, aber ich werde es trotzdem probieren. Und so mache ich einfach das Beste hier aus der Situation, obwohl man anfangs hierher ans Ufer kommt und denkt sich, oh fuck, es gibt einfach nichts, warum steht man gerade hier? Aber so ist es halt einfach und die Situation kennt, glaube ich, jeder, der irgendwo hinfährt, um gute Fotos zu machen, die keine Hotspots sind und dann muss man sich echt Gedanken machen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier bei Dunkelheit aus der Situation zaubern können. Ich habe die Kamera hochkantig aufgebaut auf Stativ und habe jetzt auch nur den Polfilter drin, weil ich erhoffe mir trotzdem, obwohl es dunkel ist, dass ich mit dem Polfilter ein kleines bisschen ins Wasser reingucken kann. Und die Fotos mache ich jetzt auch im M-Modus und schaue, was Sinn macht auf welcher Brennweite. Und hier macht es für mich Sinn, ein bisschen ran zu zoomen auf 24 oder auf 30 mm. Damit ich einfach noch hier den Schatten von dem Reifen aufnehmen kann. Das hat jetzt hier wenig mit Landschaftsfotografie zu tun, aber viel mit Kreativität. Die Kamera, die steht sogar schon in der Waage, so wie ich sie hingestellt habe. Ich muss hier eigentlich gar nichts mehr machen. Ich muss jetzt einfach nur die Blende ein bisschen anpassen. Und ich möchte was von dem Surrounding sehen. Deswegen wähle ich eine 8er Blende und 8 oder 10 Sekunden Belichtungszeit. Sagen wir mal eine 8 Sekunden Belichtungszeit. Achte hier jetzt drauf, dass der Reifen wirklich symmetrisch hier in der Bildmitte drin ist. Also dass alles wirklich super gut ausgerichtet ist und mache jetzt hier so einfach mal das Bild. Fokussieren tue ich natürlich auch auf den Reifen, der muss scharf sein. Und dann habe ich hier, glaube ich, so mein erstes Bild am Uferabschnitt, wo eigentlich nichts geht. Und bam, Freunde, es ist einfach ein Foto, was ich so noch nie gemacht habe. Auch mal vielleicht näher ran auf 35, vielleicht kommst du sogar noch ein bisschen besser. Dann müsste ich jetzt die Kamera noch ein bisschen neigen, weil dadurch, dass ich es hier mit einer Spiegelung zu tun habe, ist mir einfach wichtig, dass der untere Kreis von dem Reifen auch wirklich die Bildmitte darstellt. So baller ich jetzt nochmal drauf. 8 Sekunden Belichtung, Blende 8, ISO 100.
Ist doch ein geiles Bild. Und jetzt hier gerade durch das Videolicht sehe ich, dass ich hier sogar ein paar Reflexionen auf dem Reifen drauf habe. Ist das geil? Aus Zufall. Gut gemacht, Daniel. Sagt mein Telefon die ganze Zeit. Hallo, Siri? Halt die Schnauze. Was ist denn da los? Okay, jetzt machen wir uns mal das nächste Motiv. Hier drüben, der Grasbüschel. Um jetzt die Bildkomposition hier ein bisschen beurteilen zu können, drehe ich die Blende jetzt mal voll auf 2,8 und schauen wir das erstmal an. Was machen wir hier draus? Auf welchem Millimeter? Darüber fotografiere ich ins Dunkel. In die Richtung hätte ich ein bisschen Sonne. Was heißt Sonne? Sonnenuntergang. Oh, ist extrem schwer. Ist extrem schwer. Aber ich entscheide mich jetzt hier auch für die Hochkant-Variante und lasse diesen Strauch wie so ein Blumenstrauß irgendwie aussehen. Einfach cool, weil so ein Bild habe ich auch noch nie gemacht. Und so machen wir das jetzt hier. Bring die Kamera in die Waage. Schau die Belichtungszeit an. Und baller hier auch wieder 8 Sekunden. F8 drauf. Fokussiere hier schön auf diesen Büschel. Büschel fotografieren am Ammersee. Von mir könnt ihr was lernen. Okay, Büschel haben wir. Jetzt gehen wir noch da zu dem anderen Baumstamm hier im Dunkeln. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht drüber falle irgendwo. Oh, jetzt, das wird jetzt schwierig. Ihr wisst, ich hasse es eigentlich, Ufer mit drauf zu haben, wenn es aussieht, wie es hier aussieht. Und fürs Aufräumen ist jetzt hier auch echt zu spät. Aber wisst ihr, was mir hier auffällt bei dem Bild? Der Mond geht hier direkt über diesen Baumstamm auf. Das könnte doch ein gutes Motiv sein. Bei der Motivwahl schaue ich einfach, dass ich links von den Bäumen nichts drauf habe, weil die erscheinen sowieso schwarz im Video. Ich versuche die einfach auszublenden, wegzublenden. Ich muss mir eine Kameraposition aussuchen, dass ich den Mond drauf kriege und hier diese schöne, ja, den Baumstamm einfach so wie er ist. Und ihr seht, das Stativ habe ich jetzt nicht aufgebaut. Ich suche mir einfach jetzt die richtige Perspektive erstmal aus der Hand, um hier diesen Baumstamm irgendwie geil einzufangen. Und ich glaube tatsächlich, von hier unten aus der Perspektive, so halb rechts, sieht er am schönsten aus. Da habe ich den Mond noch mit drauf, ich habe die ganze Länge von dem Baumstamm mit drauf. So auf 20 mm könnte das ein gutes Bild sein. Das Einzige, was mich hier gerade voll aufregt, bei einer Langzeitbelichtung ist hier dieser ganze Matsch oder dieses Blätterzeugs, was sich halt leider bewegt, wenn ich da ein 8 Sekunden Bild mache. Das sieht echt nicht schön aus, leider. Und da wären wir wieder beim allerwichtigsten Equipment-Gadget, der ein Fotograf braucht, der am See fotografiert. Gummistiefel, sehr, sehr wichtig. Was auch gut ist, die sind so wasserdicht. Ich bin vorhin ins Wasser reingetreten und ich habe immer noch das Wasser im Schuh drin. Also die sind echt dicht. Das Wasser fließt nicht ab. Aber jetzt Spaß beiseite. Wir machen das Bild jetzt ganz schnell im Querformat und kommen da zum dritten Foto an einem Spot, wo eigentlich keine Fotos großartig möglich sind. Sowas finde ich auch schon wieder geil, da ein bisschen rumzumachen. Und das ist eine Herausforderung und das soll sich eigentlich jeder auch stellen. Kleine Herausforderungen und dann nicht aufgeben und einfach durchziehen. So, pass auf. Ah, Mist, der Baumstamm, der liegt nicht hundertprozentig richtig.
so vielleicht. Bei dem Move ist mir auch wieder wichtig, dass der Baumstamm von der linken Ecke in die Mitte zuläuft. Fokussieren werde ich hier einfach hier auf den Bereich. Knall die Blende hier wieder schön zu. Das Videolicht leuchtet mich eh gerade an. Machen wir uns einmal mit Videolicht und einmal ohne. So habe ich den Baumstamm jetzt im Video bzw. auf dem Bild mit dem angeleuchteten Licht. Und im nächsten machen wir es mal ohne. Jetzt mal ohne Licht. Machen wir kurz die Lampe aus. So, das Videolicht ist aus. Jetzt muss ich meine Belichtungszeit entsprechend anpassen, erhöhen. Ich bin jetzt auf 20 Sekunden auf einer F9. Fokussiere wieder hier auf den Baumstamm und habe mein drittes Foto hier am Start. Bin gespannt, wie es wirkt, ob es einigermaßen gut aussieht. Ich glaube, vom Gefühl her war irgendwie der Reifen für mich das interessanteste Motiv, den wir natürlich nachher wieder wegräumen bzw. ans Ufer heben. Wie sieht denn das aus? Und haben wir ein schönes Bild? Ja, wir haben es, weil der Mond ist genau hier über dem Ast drüber zu sehen. Es ist ein kleiner Hingucker. Das ist kein absolutes Bam-Foto, aber es ist einfach das, was man hier aus der Situation rausholen kann. Und damit bin ich jetzt schon mal ganz, ganz happy, Freunde, mit dem Ausflug, mit dem Versuch. Mein Appell an dich ist tatsächlich, wenn du an einem Spot bist, der nicht bekannt ist, der nichts hergibt, mach dir trotzdem Gedanken. Winsel um das Motiv ein bisschen drumherum, wenn du eins findest. Schau dich, wenn du am See bist, am Ufer um, ob vielleicht ein Blatt irgendwo liegt oder ein Baumstamm oder ein Autoreifen im Wasser. Es kommt auf jeden Fall irgendwas bei rum. Und auch wenn nichts bei rumkommt, hast du ein Aha-Erlebnis und weißt auch beim nächsten Mal, was du vielleicht verbessern kannst. Und so geht es mir auch ständig. Also entweder man findet was oder man findet nichts und ist danach auch schlauer und weiß, wie man die Sache das nächste Mal angehen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee.